Hier ein Überblick über die aktuelle Lage der Südländer in der Eurozone. Und den beginnen wir natürlich für Sie in Portugal. Teures Design wird in Portugal genäht. Dort hat sich die Schuhindustrie neu erfunden. Qualität statt Ramsch. Das Konzept geht auf, die Branche brummt, der Export im Land zieht an. Und die Touristen sind zurück, sie zählen zu den Hauptstützen des Aufschwungs. Gute Nachrichten also aus Portugal, Turbulenzen dagegen in Spanien. Hier droht Ministerpräsident Rajoy über ein Misstrauensvotum zu stolpern. Die Opposition verlangt Neuwahlen, ein Risiko für den Aufschwung. Dabei fällt die Arbeitslosenrate, die aber immer noch in der EU die höchste ist. Ein Zeichen, dass die wirtschaftliche Situation bei weitem nicht so robust ist in Spanien und auch in Portugal wie in anderen europäischen Ländern. Und vor dem Hintergrund sind diese Volkswirtschaften trotz der insgesamt günstigen Entwicklung über die letzten Jahre fragiler. Fragil bleibt auch Griechenland. Eigentlich wollte sich das Land im Sommer an den Kapitalmärkten selbst refinanzieren, doch Ökonomen zweifeln. Die Reformen kommen nicht voran, der Schuldenberg ist so hoch wie in keinem anderen Land der Eurozone. 180% des Bruttoinlandsproduktes. Direkt dahinter folgt Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Italien hat das Zeug für eine neue Eurokrise. Praktisch kann es nicht so weit kommen, denn dann wäre die Eurozone final am Ende. Von daher wird natürlich die EU und die EZB wieder eingreifen müssen. Ansonsten droht der Schuldenkollaps. Denn Italien wäre wohl zu groß, um gerettet zu werden. Doch die Aussichten sind trübe. Ratingagenturen senken die Kreditwürdigkeit. Ziehen Anleger ihr Geld ab, könnte das Land in eine Finanzkrise rutschen. Und von Italiens Schicksal könnte das der EU abhängen. Italien, auch im Netz ein großes Thema. Viele Menschen beschäftigen sich damit und haben auch zu wirtschaftlichen Hintergründen eine deutliche Meinung. Mein Kollege Raimund Brichter, der hat mit seinem Kommentar auf der Facebook-Seite der Telebörse Aufmerksamkeit erregt. Was er gesagt hat, hier für Sie ein kurzer Ausschnitt. Deshalb wird der Euro früher oder später auseinanderbrechen. Wann, weiß ich auch nicht, aber dass es passieren wird, ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich. Zwischendrin aber dürfte zum Beispiel Mario Draghi, der EZB-Präsident, die aktuelle Entwicklung durchaus als Stärkung seiner Politik empfinden. Das heißt, das gegenwärtige Aufkaufprogramm der EZB wird möglicherweise doch noch länger dauern, als das an den Märkten zuletzt erwartet worden war. Und auf die Worte von Raimund Brichter gab es von Ihnen im Netz jede Menge Kommentare. Meine Kollegin Frauke Holzmeier aus der Wirtschaftsredaktion, die hat sich die Kommentare zusammen mit Raimund Brichter einmal genauer angeschaut. Krise in Italien und neue Diskussionen um den Euro. Und ähnlich wie Raimund sind auch viele unserer Zuschauer und Facebook-User skeptisch, was die Zukunft der Währung betrifft. Wir fassen mal ein paar Kommentare zusammen. Tom Heinz zum Beispiel, der schreibt, der Euro ist wie ein klinisch toter Patient. Oder Matthias Käber, der sagt, der US-Dollar als Weltleitwährung wird den Euro definitiv überleben. Letzteres kann ich nur unterschreiben, definitiv. Den Dollar gibt es schon länger als den Euro und dann wird es aus meiner Sicht auch länger geben. Ja. Manche User gehen das Ganze ein bisschen humoristisch an. Gary Kimmel zum Beispiel, der Euro ist doch nur eine Übergangswährung, bis die D-Mark wiederkommt. Und die wird dann zur Leitwährung weltweit. Aber wo wir schon bei Leit sind, können wir uns einen Euro-Leit vorstellen. Ein Euro-Light, es kommt darauf an, wie man es schreibt, eben nicht als Leitwährung mit EIT, sondern Light als leicht übersetzt. Ja, das wäre eine Möglichkeit, einen Euro für die Südländer, für die Schwachwährungsländer, das wäre dann vielleicht der Euro-Light, und einen Euro für die nördlichen Länder, die etwas stabilitätsorientierteren, das wäre dann der starke Euro. Das ist eine Möglichkeit, es gibt aber viele andere, wie ein Zerfall aussehen könnte. Das muss man abwarten, es könnte auch wieder einzelne Währungen geben, wie früher, all das wird sich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten zeigen. Ja, und dafür braucht man natürlich Lösungen. Manche unserer Zuschauer haben kreative Lösungsvorschläge. Dennis Englert zum Beispiel schreibt, der Euro kann nichts dafür, dass die meisten Länder der Eurozone überschuldet sind. Und weiter die Lösung, Bargeldverbot, Negativzinsinflation. Und wenn das nicht reicht, um die Probleme zu lösen, eine Währungsreform. Die Währungsreform nenne ich dann auch in meinem Buch, das ich vor ein paar Jahren veröffentlicht habe, Die Weite über Geld, das große Endspiel, das große Finale, dann den Zerfall oder die Neufestsetzung des ganzen Währungssystems, das müsste aber dann weltweit oder zumindest in den Industrieländern geschehen. Der Eurozerfall ist sozusagen das kleine Finale aus meiner Sicht, der wird vorher kommen, wenn nicht die Vereinigten Staaten von Europa noch vorher
in Kraft gesetzt werden. Glaubst du daran, dass die kommen werden? Denn dann könnte der Euro tatsächlich noch überleben. Letzte Chance aus meiner Sicht. Glaubst du daran? Ich wage da mal keine Prognose, aber wir freuen uns umso mehr, wenn es weitere Kommentare von Ihnen gibt bei Facebook. Und weitere Informationen gibt es natürlich auch jederzeit bei ntv.de.